Gestern, am Freitag, den 18. November, habe ich eine E-Mail bekommen, und zwar von der Aktion Es ist Leben, die sich gegen Abtreibung, also für den Schutz der ungeborenen Kinder einsetzt. Da bin ich auch selber auch aktiv. Und zwar die E-Mail stammt von Pilar Herzogin von Oldenburg. Sie betreibt sozusagen diese Aktion auf der Online-Ebene, das heißt im Internet und vor allen Dingen durch E-Mails. Und sie schreibt zu einer sehr wichtigen Sache, und zwar sehr aktuellen Sache, und zwar die Ampelgespräche, die Sondierungsgespräche, die Koalitionsgespräche zwischen der SPD, den Grünen und der FDP. Und zwar, wenn Sie das verfolgt haben, etwas, und das muss man auch machen, auch aus einer katholischen, aus einer christlichen Perspektive, weil dort werden auch Themen, die auch die Moral betreffen, die Werte unserer Gesellschaft, die Prinzipien etc. Und dazu gehört auch das Recht auf Leben der ungeborenen Kinder. Und sowohl, also die radikalsten Abtreibungsbefürworter sind natürlich die Grünen, ja, aber auch die beiden anderen Parteien sind auch nicht jetzt bekannt, dass sie das Recht auf Leben der ungeborenen Kinder schützen wollen. Und vor allen Dingen ist das jetzt eine sehr gefährliche Situation. Denn wenn Sie die ganzen Gespräche zwischen den, also so das, was rauskam, weil natürlich, sie waren sehr, schon sehr verschwiegen, aber was so rauskam, ist, dass es gar nicht so einfach ist, sich zu einigen. Aber es gibt gewisse Punkte, wo die sich möglicherweise doch sehr einigen, und das stand schon in dem Papier über die Sondierungsgespräche. Das sind die sogenannten gesellschaftspolitischen Themen, ja, und dazu gehört eigentlich auch die Abtreibung, das Lebensrecht, subsumiert unter Paragraph 218 beziehungsweise folgende, also auch vor allen Dingen Paragraph 219a. 219a sagt, es ist verboten für Ärzte, die Abtreibung vornehmen, Werbung für Abtreibung auch durchzuführen. Der Grund ist ganz einfach, man will nicht, dass Abtreibung sozusagen einen kommerziellen Nutzen hat. Und deshalb sollen diejenigen, die abtreiben, diejenigen Ärzte, die abtreiben, sollen auch nicht dafür werben, weil man sagt, okay, die machen Werbung, kommt zu mir, weil ich dann auch diese Abtreibung durchführe. Das ist an sich eine Sache, die relativ logisch ist. Ja, es ist offensichtlich, dass das nicht der Fall ist, aber das wird immer wieder angefochten. Wenn man diesen Paragraph 219a abschaffen will, im Grunde genommen zielt man eigentlich auf den Paragraph 218. Ja, in Deutschland ist der Schutz der ungeborenen Kinder sowieso schon sehr schwach, seit Anfang der 90er Jahre, also aus der letzten großen Novelle, dieses ganzen Paragraphenkonvolut. Aber diese ganzen Abtreibungsaktivisten, die Abtreibungspolitiker, Abtreibungsmedien, für denen ist das immer noch zu viel Schutz der ungeborenen Kinder, und die würden am liebsten, dass überhaupt kein Schutz ist. Das heißt, dass die Abtreibung völlig liberalisiert wird, und damit würden die Kinder eigentlich überhaupt, also das Recht auf Leben würde von der ungeborenen Kinder würde man völlig missachten. Ja, für sie spielt das eigentlich offensichtlich gar keine Rolle. Ja, das heißt, der Schutz des Lebens ist für die schlichtweg nicht wichtig. Ja, und in dieser E-Mail, ja, die ich am Anfang gezeigt habe, wird zu einer Aktion aufgerufen. Und zwar, man soll an Christian Lindner, dem Vorsitzenden der SPD, schreiben. Ja, und zwar ist damit man einen Druck macht, damit die FDP einer Liberalisierung der Werbung für Abtreibung nicht zustimmt. Dieser Schritt ist wichtig. Erstens, weil man muss immer die Stimme erheben für den Schutz der Ungeborenen. Aber man muss sich auch gesellschaftlich auch für das, wofür man steht, auch artikulieren, auch manifestieren, auch Zeugnis davon abgeben. Zum Beispiel auch den Schutz des ungeborenen Lebens, was ja eigentlich, das gehört ja eigentlich so essentiell zu unserer Einstellung, zu unserem Wertefundament, ist, dass man die Ungeborenen schützt. Und deshalb muss man sich da ausdrücken. Und warum das jetzt, warum jetzt konkret Paragraph 219a, also Werbeverbot für Abtreibung, ist das, weil das am ehesten wohl ansteht und wahrscheinlich am ehesten auch diese sogenannte Ampelkoalition schnell liberalisieren wird.
ich wiederhole, immer mit Hinblick auf eine Totalliberalisierung der Abtreibung, ja, und damit sozusagen den Geringschutz des ungeborenen Lebens in Deutschland noch mehr abzuschaffen. Deshalb lade ich Sie eigentlich ein, an dieser Aktion auch teilzunehmen. Ich habe alle Informationen in der Beschreibung hinzugefügt. Ja, da ist eine Verlinkung zu diesem Brief, der im Blog dieser Aktion SOS Leben. Da können Sie dann den Brief komplett lesen. Das sind die ganzen Argumente. Da ist es ein bisschen, was ich jetzt gesagt habe, aber ein bisschen ausführlicher und in Textform. Da können Sie alles nachlesen. Aber vor allen Dingen ein Mustertext für die E-Mail oder die Postkarte. Sie können auch faxen oder Sie können das auch aufschreiben in einem Brief an den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, das ist dort auch, das habe ich dann komplett so gepostet, da können Sie das einfach kopieren und dann eben per E-Mail schicken, da ist auch die E-Mail von ihm, besonders die ganzen Kontaktdaten der FDP. Es wäre schön, wenn Sie daran teilnehmen könnten, damit wir eine starke Stimme in diesem Moment, das ist ja wirklich eine sehr aktuelle Sache, weil die Koalitionsgespräche jetzt gerade laufen, bald soll eigentlich diese Regierung auch eingesetzt werden, dass wir jetzt unsere Stimme für die Ungeborenen erheben. Vielen Dank für das Zuhören zu diesem etwas extra Thema, weil ich das in diesem Kanal bis jetzt so nie behandelt habe. Vielen Dank, wenn Sie zugehört haben und bis zum nächsten Video.